Hallöchen Leute und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Spiel. Und heute spielen wir House Flipper. Das ist ein Spiel, was ich auf Steam gesehen habe. Und wobei ich mir wortwörtlich gedacht habe, hey, es ist Dezember, ich hab Geld. Warum nicht rauswerfen? Ja, und das habe ich meiner Meinung nach offiziell getan. Um es kurz zusammenzufassen, in dem Spiel geht es darum, dass wir ein Typ sind, der Häuser renoviert, um sie später wieder zu verkaufen. Also da ist irgendwas schiefgelaufen und wir renovieren und säubern halt die Häuser, bevor sie wieder verkauft werden können. Oder wir machen halt wieder ganz normale Häuser sauber, die kaputt gegangen sind. Ja, das ist im Grunde genommen genau das Spiel. Man könnte sich einfach ein Haus kaufen mit der Milliarde, die man nicht besitzt und das dann da auch machen, aber hier lernt man die Mechaniken und darauf kommt es an. Ich will meinen Autismus nicht weiter verdingsen. Ihr seht schon, ich habe das Spiel einmal angefangen. Das habe ich aber nur gemacht, damit ich das mal austesten kann, wie es ist. Auf jeden Fall, wir klicken mal auf neues Spiel. Wenn du ein neues Spiel startest, geht dein bisheriger Fortschritt verloren. Ja. Da brauchst du mich nicht fragen. Ich brauche ein eigenes Arbeitszimmer. Warum kaufst du denn nicht eins? Willkommen bei House Flipper. Dieses Spiel ermöglicht es dir, Häuser zu kaufen, sie renovieren, einzurichten und dann wieder zu verkaufen. Toll. Bis dato musst du dich mit dieser Buchbude begnügen. Und das ist ja toll. Die du dein eigenes Büro nennen darfst. Willst du mich komplett verarschen? Das Klo ist komplett versifft, Alter. Mein eigenes Büro, wenn ich nicht mal ein Klo zum Scheißen hab. Außerdem steht dein Laptop zur Verfügung. Wow, deine Steuerzentrale. Schließen. Vielen Dank, dass du Garden Flipper erworben hast. Was ich vergessen habe zu sagen, ich habe mir beide verfügbare DLCs gekauft, weil wenn schon Geld rauswerfen, dann schon ganz. Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Auf jeden Fall. Neue Aufträge sind in dein Postfach eingetroffen. Durch das Abschließen der Aufträge werden neue Gartengeräte freigeschaltet. Dankeschön. HGTV. Schau dir alle neuen Artikel an, die du von dem HGTV-DLC erhalten hast. Ich weiß nicht, was dieses DLC getan hat. Ich habe mir einfach beide gekauft und dachte mir, ja, komm, Geld rauswerfen ist toll. So, erstes Büro. Kann man das überhaupt Büro nennen? Ich weiß es ja nicht. Oh, gerade irgendwas gemacht. Auf jeden Fall, wegwerfen. Zeit zum Laptop zu gehen und E-Mails zu prüfen. Tolle Tür. Das ist ja wirklich eine Bruchbude. Gedrückt halten zum Aufheben. Ja, genau. Mache ich auch jeden Morgen mit beiden Händen mein Bett einfach mal im Zimmer verschieben. Ich heb's einfach hoch wie Hulk und verschieb's. Alter. Diese Mechaniken. Und das Spiel soll mir zeigen, wie ich hinaus. Ja, genau. Dem Spiel traue ich auf jeden Fall. Dein Laptop. Mit dem Laptop kannst du dir Aufträge annehmen, Häuser kaufen und zwischen ihnen switchen. Du hast noch nicht genügend Geld für ein Haus, aber schaut so aus, als ob in deinem Postfach der erste Auftrag wartet. Ja, ich freue mich drauf. Benutzen. Subi. Ach toll. Ich habe mir also ein DLC gekauft, wofür ich erstmal arbeiten muss, damit ich's. Alter, ihr seid doch echt klasse, Alter. Ihr seid hier die Helden der Nation. Sandra Ziegler. Oh. Betreff, mein Ex-Mann hat die Heizung mitgenommen. Zwei Stunden später. Guten Tag, ich möchte gerne das mein Haus wieder in Ordnung bringen. Bei Facepam sah ich, dass mein Ex in meine Wohnung eingebrochen ist und aus Rache verwüstet. Warum nicht anzeigen? Der Asche zu Es ist ja nicht so, als ob in jeder Wohnung automatisch eine Heizung ist. Aber okay, ich habe meinen Heizkörper mitgenommen. Es kann sein, dass nur etwas fehlt. Bringen Sie bitte meine Wohnung wieder in Schuss und installieren Sie die Heizung. So viel alles andere. Informieren Sie bitte nicht die Polizei. Warum sollte ich...
nicht die Polizei informieren. Also normalerweise sollte man das machen, vor allem wenn es dein Ex-Mann ist und du den nicht mehr leiden kannst. Ich werde selber nach meiner Dienstreise mit meinem Ex-Mann abbrechen. Irgendwie will ich diesen Auftrag nicht annehmen, aber ich tue es trotzdem. Im Hauptmenü hast du die Möglichkeit, deinen aktuellen Spielstand zu ändern. Mit jedem... Den Rest konnte ich nicht mal lesen, das war schon weg. Du hast einen Mob erhalten. Glückwunsch, du hast ein neues Werkzeug freigeschaltet. Nun kannst du direkt mit einem Mob reinigen. Das heißt, ich kann meine Bruchbude, meinte ich, ein bisschen auf Vordermann bringen. Auftrag die Rache der Ex. Sind wir jetzt bei dem Pisser zu Hause, oder... Warum heißt der Auftrag die Rache der Ex? Ich soll ja also dafür, dass der Heizkörper mitgenommen wurde bei Yao, Freunde, was? Was? What the fuck? Ah ja. Der Typ hat aber eine ganz schöne Rave-Party veranstaltet. Reinigen die Verschmutzung. Reinige, achso. Ich dachte gerade, hier wäre ein tolles Deutsch am Werk. Mach ich auch jeden Morgen. Zu wenig Platz um diesen... Fick dich ins Knie. So, tschüss. Dein Tablet. Ab sofort steht dir ein Tablet zur Verfügung. Drücke kann ich nicht lesen, um es herauszunehmen oder einzustecken. Es ermöglicht dir Dinge zu kaufen. Es wird in diesem Job nützlich sein. Ich kann nicht mal mehr lesen. Toll. Das freut mich. Wenn ich den Schmutz weiter let's playen soll, sag bitte Bescheid. Ich springe morgen aus dem Fenster. Ey, der hat echt eine halbe Rave-Party ja veranstaltet. Noch 80 Bierdosen und weiß Gott was. Während die Alte im Urlaub ist, ne? Mach ich auch jeden Tag. Wenn meine Freundin im Urlaub ist, mit ihren Eltern, gehe ich auch erstmal zu ihr hin und mach die Bude kaputt, ne? Die schöne Couch. Die tut mir am... Du kannst eine Heizung kaufen und sich montieren. Das ist ja... Was ein Penner. Warum macht man das? Ich weiß es nicht. Warum nimmt man eine Heizung mit, Alter? Ist die Bude nicht schon kein... Ist die Bude zu kalt oder warum muss man das machen? Ich check's einfach nicht. Das ist für mich einfach fragwürdig. In so eine Studie stehe ich so hin, wie sie sind. Das Mistviech stehe ich so hin. The Secrets. Auf Zelda oder was? USA Top News, kann ich nicht lesen. Schrank verschieben, Alter. Es ist traurig, das Spiel. Es ist ein hoffnungsloser Fall. Ich will es nicht weiterspielen. Aber wenn ihr mir den Scheiß gerne antun wollt, dann mache ich das über die Ferien. Ich entschuldige mich, dass übrigens so wenig Videos kommen. Mein Internet ist so toll, dass es meint, ein 9-minütiges Video mit Dings hier einer Upload-Rate von sehr wenig hochladen zu müssen. Ich brauche ein 9-minütiges Video, um es hochzuladen. Verfickt nochmal 6 Stunden. Ich habe eine 1K-Leitung. Meine Mutter hat mich lieber. Also, was soll ich tun? Gedrückt halten. Ach so. Ich bin auch ein Bob. Fäkalien! Du entwickelst dich. Hä? Bitte nicht eher, ich entwickle meine... Gutes Deutsch. Und... Hier noch der versiffte Boden. Alles voll mit Fäkalien hier. Alles voll. Alles voll, ey. Unmöglich. Notieren Sie Geräte. Ah, hier mein Scheiß-Tablet. Notieren Geräte. Was? Radioaktiv? Schutz? Alles klar! Alles klar! Digga, was muss ich denn hier machen? Einfach die Heizung mitgenommen, Digga. So. Toll. Hä? Was? Was willst du? Achso. Aha. Ja. Mach ich auch jeden Morgen. Sehr realistisch. Toll, was?
Achso. Cool. Und sind mal mit Informationen. Ab jetzt kannst du nicht. Die Frage ist: Jetzt bin ich fertig oder nicht? Ach, hier habe ich noch nicht gereinigt. Hm. Ach so, das macht Sinn. So. Information: Der Auftrag ist zu 100% erfüllt, um den Auftrag abzuschließen. Beenden. Habe ich ja gut hinbekommen. Bin echter Profi in dem Spiel. Erstes Büro. Ist bloß nicht verschoben oder sowas. Bevor ich die Folge beende, mache ich nochmal meine Wohnung sauber, weil das ist ja... Noch die Tür ist... Warte mal, Jester. Das ist ja schön zu sehen. Mit, weg damit. Ich platziere dich mal in den Garten, weil du hast hier, glaube ich, nichts von... Fick dich doch ins Knie, Spiel. Bleibst du halt hier. Ist mir auch egal. So. Warum ist meine Bude so versifft, Alter? Warum? Ich weiß es nicht und irgendwie will ich es auch nicht wissen, was hier... Oh, ich mache Toilette. Es ist doch traurig. Der heimischste Ort von allen ist immer die Toilette. Ich hab nicht mal ein Spiegelbild. Das ist ja toll. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal mit dem Video. Ich nehme mal noch ein zweites auf und danach könnt ihr ja sagen, entscheiden, was ihr davon haltet. Ich halte mich da jetzt raus, ich schneide den Piss zusammen und ich habe gar nichts mehr zu sagen.